Paternosteraufzüge. Viele kennen die durchlaufenden Aufzüge mit den nach vorne geöffneten Kabinen noch, obwohl sie eigentlich längst überholt und nur noch wenige Exemplare erhalten sind. Das könnte sich aber möglicherweise bald ändern, wenn auch auf andere Art, als man das vielleicht erwarten würde. Mein Kollege Benjamin Kolumna berichtet heute über einen Paternosteraufzug der besonderen Art. Ja, genau. Ich stehe hier vor einem Paternoster oder auch Umlaufaufzug. Sie hören es. Aber das ist nicht irgendein Paternoster, sondern der erste Paternoster, der, Achtung, auch als Wohneinheit vermietet wird. Ja, Sie haben richtig gehört. Dieser Paternosteraufzug dient einigen Menschen und Mietern tatsächlich als Wohnung. Wie sagte mal der berühmte Architekt Le Corbusier, das Haus ist eine Maschine zum Wohnen. Hier trifft das nun wirklich unmittelbar zu. Man darf sich das so vorstellen. Die einzelnen Kabinen, die fahren gerade im gemächlichen Tempo an mir vorbei. Und in jeder dieser Kabinen ist, ja, letztlich ein Zimmer, in dem tatsächlich dann auch jemand wohnt.